erstmal coole Sachen da drin. Gibt es hier irgendwo. Ja gut, jetzt ist natürlich relativ in der Nähe kein Waffenladen mehr. Außerdem 22:30 Uhr hat er gesagt. Okay. Also sind jetzt noch 35 Minuten. So, dann gehen wir jetzt mal eben zum Waffenladen. Und schau mal, was da so angeboten wird. Interessiert mich brennend. Und vor allem, wie viel das kostet. Wie viel so eine Handfeuerwaffe kostet. Weil die ist ja dann schon erstmal überzeugend. So, aber das war doch jetzt eigentlich echt cool. Also mit 22:30 Uhr bin ich vollkommen d'accord. Guck mal gleich mal, dass wir dann auch zu gegebener Zeit wieder zurück sind. Hoffentlich gibt es bei diesem Waffenladen dann endlich mal einen scheiß Geldautomaten. Sehen. Passt doch eigentlich. Oh, mein Auge ist etwas trocken heute. Ganzen Tag über schon. Es wird halt wahrscheinlich so sein, dass die Waffen nicht unbedingt so billig sind, weil sonst jeder an Waffen kommt. Das ist ja auch vollkommen klar.
Okay. Da ist er so abgeschmiert. Scheinbar. Zumindest ist GTA schön abgeschmiert. Interessant. Jetzt hoffen wir mal, dass wir. Okay, immerhin das. Na, da hat er sich wohl irgendeinen Schluck auf. So, lassen wir das schon mal wieder starten. Vorne, da ist auch ein ATM drin hier. Ah, okay. Na wow. Nur Pappaufsteller. Der ganze Laden. Und mal schauen. Waffen. Okay, abgesägte Nahkämpfe. Remington. Warte mal. Ich muss gerade noch mal eben gucken. So, die PIN noch. So, was sind hier nochmal? Gesetze. Waffengesetz. Sprungmesser, Schlagring, Handfeuerwaffen und Munition. Illegale Waffen, alle Schusswaffen außer Handfeuerwaffen, Taser, Schlagstock sowie Streitäxte. Okay, also ich darf nur Handfeuerwaffen kaufen. Sekundärwaffen dann wahrscheinlich. P2000. Ja. P7. Die Kondome oder Haarspray passt, die ist in
Ja, Tasche für einen Abend in einem Weingut-Club. Es ist halb so genau wie ein Champagnerkorken, aber doppelt so tödlich. Ja, perfekt. Beretta ist natürlich auch immer interessant. Der Set Eagle auch. Aber so eine P2000 ist ja eher so eine Waffe, die Polizisten benutzen. Ach, jetzt ist sie kein ATM. Wo ist denn hier einer? Hier vorne irgendwo einer? Ne, hier ist auch keiner. Oder doch? Das ist echt dämlich mit diesen ATMs. Vor allem, dass manchmal gar nicht wirklich ersichtlich ist, wo die sind. Ist hier irgendwo jetzt einer? Aber im Handyladen ist, glaube ich, einer, gell? Da rennen wir da mal schnell hoch. Aber im Handyladen ist einer. Das weiß ich. So, wir haben jetzt noch 500 Dinger dabei, 14.000. Erlaubt, dann holen wir uns hier eine Heckler und Koch. Wobei. Was hat er gesagt? 2,5 kostet der, ne? Der Führerschein. Warte mal, guck mal gerade noch mal. Steht hier bestimmt auch dabei. Verkehrsordnung. Also ich glaube, es waren 2,5. Aber wir haben jetzt noch Mensch, wo war der? Ach, hier vor, direkt. Ja, perfekt. Wir haben jetzt noch 500. Wir nehmen einfach mal 11.000 mit. So, da haben wir noch 3.300. Und wir haben jetzt mehr als genug für die Pistole. Dann müssen wir natürlich noch Munition kaufen. Ja, das schauen wir dann gleich mal. Kaufen. Leichte Munition kaufen. Wie viel haben wir denn jetzt noch dabei? Wie viel Cash? Cash Mash. Aber ich kann jetzt hoffentlich dann nicht nur eine Patrone kaufen. Das wäre natürlich. Ja, perfekt. Hä? So. Ausrüsten. Ah, okay.